Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Factsheet, und zwar dem Factsheet 16.1, 16.2 hier vom Landwirtschaftssimulator 2017. Wir haben hier in diesem Factsheet einmal den New Holland FR 850 Feldhäcksler, in diesem Sinne, ne, Forage Harvester, mit einem Preis von 374.480 Unterhaltskosten am Tag. Das haut mal gut rein. 606 kW, das sind 824 PS, 40 km/h, normale Fahrgeschwindigkeit und 1400 Liter Tankvolumen. Das ist mal eine Ansage. Also das ist mal richtig, richtig, richtig krass, meine lieben Freunde. Als nächstes haben wir den, als Anbaugerät hier vorne dran, haben wir den New Holland 130 FB, das ist ein Forage Harvester Header, für 25.000 Euro und 60 Euro Unterhaltskosten am Tag. Eine Arbeitsgeschwindigkeit haben wir von 8 km/h und eine Arbeitsbreite von 2 Metern, was nicht viel ist, aber man muss auch sehen, was er erntet. Denn das, meine lieben Freunde, sind sozusagen diese sogenannten Poplars. Poplars, glaube ich, heißen die. Poplars oder irgend sowas. Ja, auf Deutsch Pappeln. Ne? Pappeln, das sind so eine kleinen Bäumchen hier, die quasi, die man damit ernten kann, die man anbauen kann und die man ernten kann. Was natürlich sehr, sehr geil ist, muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Finde ich, ist eine super Sache, ein super Gespann. Auch mal eine ganz neue Frucht, die wir hier kennenlernen, die im 17er dabei sein wird. Und dazu gibt es natürlich ein passendes Gespann, und zwar einmal den Massey Ferguson 8700er Serie mit 249.000 Anschaffungspreis, 360 Euro am Tag, Unterhaltskosten 400 PS, also 300 bis 400 PS, 50 km/h, ganz normale Fahrgeschwindigkeit, 630 Liter Tankkapazität, und wir haben customizable die Engine und die Wheels. Und zwar haben wir bei den Wheels die Standard Wheels, die dicken Reifen, die Wide, die Twin Wheels, also Zwillingsbereifung, und Wheel Rates, also die Radgewichte. Dazu haben wir den Joskin Draka 8600. Das ist ein Ladewagen, oder kein Ladewagen, das ist ein Silagewagen für 59.000. Das ist ordentlich auf jeden Fall. 35 Unterhaltskosten am Tag. Wir haben Tankkapazität von 47.000. Und man sieht noch bei Crops, also bei den Früchten, was man alles laden kann. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Das ist echt eine ganze Menge. Ja, ich mache den Sound mal wieder ein bisschen leiser, dass wir hier mal wieder einen kleinen Einblick kriegen vom Gameplay. Dass man hier sehr, sehr schön sieht. Ja, Freunde, sehr, sehr cool, oder? Muss man wirklich sagen. Also eine super Sache. Ich finde, es ist ein mega geiles Gespann. Länger will ich euch hier gar nicht aufhalten bei dem Factsheet. Ja. Heute ist schon der 10., oder? Ja, der 10. Oktober, Freunde. In 15 Tagen kommt der LS17 auf unseren Kanälen. In 15 Tagen. Oder vielleicht schon eher. Oder vielleicht doch erst in 15 Tagen. Oder vielleicht ein paar Tage eher sogar. Ich weiß nicht. Am besten, ihr lasst jetzt mal das Däumchen da. Und am besten, für die, die noch nicht abonniert haben, tun das jetzt mal und bleiben mal hier bei mir. Und schauen mal, ob vielleicht doch sogar schon etwas eher der LS17 kommt. Man weiß es nicht. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Manus. Ciao.